Was geht ab, Leute? Danke, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Video, und zwar ein ganz besonderes, denn ich bin heute eingeladen beim größten Figurensammler aus ganz Deutschland, nein, sogar aus ganz Europa, und zwar Xenos Timon. Und zwar habe ich vor einiger Zeit bei TikTok bei einem Gewinnspiel mitgemacht und gewonnen. Ja, und der hat mich halt zu sich eingeladen. Danke euch, weil ihr so reichlich kommentiert habt. Viele liebe Grüße an all meine Supporter. Natürlich habe ich auch noch ein paar Sachen, die ich dem lieben Xenos noch mitbringen werde. Und zwar einmal von meinem allerersten YouTube-Video. Dragon Ball Displayed, der ist ein riesengroßer Dragon Ball-Fan. Dann habe ich hier auch noch so ein paar Kleinigkeiten, die ich ihm auch geben will. Hoffentlich gefällt es ihm. Und noch so ein paar One Piece-Karten. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt auf den Weg. Ciao. Die zwei Gewinner aus meinem TikTok-Gewinnspiel. Ihr könnt euch einmal vorstellen. Ja, ich bin der Ufuk-Jump. Könnt ich aber auch alle Ufuk nehmen. So. Und freut ihr euch heute hier zu sein? Ja, auf jeden Fall. Ihr seid ja auch Anime-Fans, ne? Ja. Ja. Wie seid ihr so zu Anime gekommen? Boah, bei mir war das auf jeden Fall wegen meiner älteren Schwester. Die ist 4 Jahre älter als ich. Und immer wenn ich von der Schule nach Hause gekommen bin, immer Pokito TV, die ganzen Animes geguckt. Und seitdem gucke ich auch Animes. Okay. Meiner Meinung nach ist man auch für Anime niemals zu alt. Also Anime geht immer. Wer sagt, Anime ist für Kinder, hat auf jeden Fall noch nie wirklich irgendwie sich mit Animes auseinandergesetzt. Man darf auch nicht vergessen, Anime ist eine Art Philosophie. Es fragt die Lebensfrage. Es fragt, okay, wie will ich mein Leben leben? Es fragt, möchte ich mich der Gesellschaft anpassen, wie bei One Piece? Es fragt, möchte ich schwach bleiben, wie bei Dragon Ball? Es fragt, welche moralischen Sachen habe ich, wie bei Naruto? Man muss sich damit auch mal auseinandersetzen, dass Zeichentrick nicht nur Zeichentrick ist. Also sehr viel Action. Das ist auch lustig so. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe vor kurzem meine erste Dragon Ball Figur gehabt. Also deine erste von Goku. Die habe ich gewonnen bei diesem Gewinnspiel auf GameStop. Keine Ahnung, okay. Und jetzt direkt noch hier die drei. Es steht auch nicht alleine. Das ist ein sehr bisschen wie hier. Wie geht's dann? Trump, Goku. Ich weiß es nicht. Dann der gleiche Foto mit dem da. Ja, mach ich es safe. Bleib so. Ich habe auch extra noch so ein Video gemacht, wo man die Figuren sieht, weil ich gleich den Reaction finde. Ja. Von den ganzen Live-Set-Statuen hier, wer ist euer Favorit? Oh, safe Zorro, safe Zorro. Loro no Zoro. Das ist auf jeden Fall für dich. Du warst ja der zweite Platz bei dem TikTok-Gewinnspiel. Ja. Hast hier einmal ein Shirt, was Leckeres zum Knabbern. Nein. Abends, wenn du deine Anime guckst, getrocknete Ledermarmen gehen immer. Ja, stimmt. Wie geht dann? Also. Und Goku. Martin Vegeta sowieso finde ich am geilsten. Also Martin Vegeta ist mein Favorite Vegeta. Für dich, für den ersten Platz, habe ich natürlich auch was zu knabbern. Für einen schönen Anime-Abend. Ein geiles Shirt, was vielleicht auch beim Pumpen oder so motiviert. Aber auch voll, um mal anzufangen. Ja, willst du durchstarten? Ja, safe. Du weißt ja, Jins, die hinter mir stehen, die bekommst du auch als Figuren. Also einmal Vegeta, der geilste Saiyajin überhaupt. Dann haben wir Goku. Wenn du die alle drei zusammensteckst, hast du natürlich ein geiles Set. Kannst alle zusammenfügen. Und Trunks. Von Trunks. Darf ich noch kurz was sagen? So, auf jeden Fall erstmal vielen Dank an dich, Xenos. Ich habe auch für dich was mitgenommen. Pack ich gleich auch raus. Und ich wollte mich noch bei jedem bedanken, der wirklich in den TikTok kommentiert hat. Liebe Grüße an jeden aus Stolberg, an meine Mutter, an jeden aus Essen und aus Augsburg. Ja, und danke nochmal für die geilen Figuren auf jeden Fall. Das wollte ich auch sagen und auch für alle, die auf mich gestimmt haben. Ey, ich freue mich so. Dankeschön für alles. Und danke für die Zins. Gerne. Wir sind ja keine Ahnung, TikToker, die Fake gewünscht haben. Besser als die Grammys. Okay, ready? Soll ich irgendwas machen, wie so zeigen? Ja, irgendwie einfach lächeln, grinsen. Sehr gut. Perfekt. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr vorbeigekommen seid. Ich hoffe, für euch war es auch ein geiler Besuch. Safe. Und wir sehen uns bestimmt öfters irgendwie auf Conventions oder sonst was. Habt ihr irgendwie noch ein paar letzte Worte irgendwie an... Danke auch an alle, die gestimmt haben oder generell auch uns alle supporten und so. Ich
feiere euch, feiere Xenos, danke, dass wir hier sein durften. Ja. Auf jeden Fall heftige Figuren, die wir auch alle gleich angucken. Und danke, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, hier zu kommen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ja. Nicht wie die anderen, Fake. Alles klar, ich habe mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Das ist, war auf jeden Fall nicht das letzte Gewinnspiel. Wir werden sicherlich in Zukunft noch andere Gewinnspiele machen. Also haltet die Augen auf, entweder auf Insta, TikTok oder YouTube. Ich habe mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Peace, euer Xenos. Ich bin auf jeden Fall jetzt bei Xenos. Er redet gerade mit der anderen Gewinnerin. Wir haben gerade sein Video gedreht und ich stelle ihm gerade auch ein paar Fragen für mein Video. Hier sind auf jeden Fall schon mal krasse Figuren von Bleach und so. Und wir dürfen auch alles aufnehmen. Ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Folgt an auf jeden Fall Xenos korrekt, warum das nämlich eingeladen hat. Ich zeige euch jetzt einfach ein paar von seinen Figuren. Deine Schönheit spricht sich rum, Frauen wären so gern wie du, alle Männer plötzlich dumm, vergessen was sie tun. Die ist echt geil. Boah. So, wir sind auf jeden Fall jetzt raus aus Xenos. Wir gehen jetzt noch zum GameStop hier in der Mall. Die Faith ist auch dabei. Folgt ihr auch gerne. Vielleicht sehen wir noch irgendwelche Lose. Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen süchtig. Und wenn es da geile Lose gibt, dann werde ich auf jeden Fall ein paar ziehen. So. Hi. Sehen, du hast Son Goku gewonnen. Ja. Meine Freundin hat auf jeden Fall Son Goku gewonnen, eine Figur, aber die habe ich ja schon. Und ich habe hier den bekommen, aber den habe ich Fate geschenkt. Ja, danke auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns, haut rein, ciao.